Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. Jo Leute, schönen guten Abend, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freitagnacht, wie immer eine freie Themennacht, wenn ihr also gerne hier live im Radio und im Fernsehen mit mir sprechen wollt, mit mir diskutieren wollt, mit mir plaudern wollt, dann meldet euch ganz einfach, entweder per Telefon 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Der erste Mensch, der das getan hat, heute und jetzt auch rankommt, heißt Sevil. Sevil? Hallo. Eine Frau. Sevil, 22 Jahre alt. Ja. Hallo. Hallo. Um was geht's bei dir, Sevil? Ich habe vor 2 Jahren meinen Mann verloren durch einen Verkehrsunfall. Mhm. Und darüber wollte ich reden heute. Ja. Wie lange wart ihr damals schon verheiratet? 2 Jahre. Also fast 2 Jahre. Am 24. Februar wären es 2 Jahre gewesen. Und sind es 2 Jahre geworden. Und am 2. März habe ich ihn dann verloren. Ja. Also sehr jung geheiratet. Ja, mit 18. Hm. Durch einen Verkehrsunfall? War er daran schuld? Nee, als Beifahrer. Hm. Was ist da genau passiert bei dem Verkehrsunfall? Also es war ein Arbeitskollege von ihm und die waren beide betrunken. Waren beide betrunken? Also beide betrunken. Der Fahrer und dein Mann auch? Ja. Hm. Ja, und dann in der scharfen Rechtskurve in der Landstraße ist er dann irgendwie gegen einen Baum gestürzt oder so. Hm. Oder so ungefähr. Ist der Fahrer auch verstorben bei dem Unfall? Nein. Der lebt noch. Der lebt noch. Und dein Mann ist dann am Unfallort gestorben? Ja, da sofort. Mhm. Ja. Ich höre so ein Quietsch im Hintergrund. Was ist das? Ja, ich habe meine Katze besorgt. Ach, die Katze ist. Ja, die ist jetzt im Moment sehr unruhig jetzt hier. Ach so. Jetzt Monate. Na gut, dann haben wir es geklärt. Geht es aber nicht gut, ne? Nee, nein. Die ist nicht sterilisiert. Ach so, verstehe. Das muss ja damals für dich ein unfassbarer Schock gewesen sein, als du das dann erfahren hast. Ja. Mhm. Hast du es überhaupt direkt im ersten Moment damals glauben können und wahrnehmen können, wahrhaben können? Gar nicht. Also ich habe schon ziemlich lange gebraucht. Also so langsam, aber sicher jetzt so. Nach einem Jahr, jetzt kommt das so richtig erst hoch, glaube ich. Ich habe auch damals Medikamente und so bekommen. Ja. Und die nehme ich jetzt seit fast einem Jahr nicht mehr. Und ach so. Jetzt wird mir langsam klar, was eigentlich alles passiert ist. Weil davor hatte ich immer das Gefühl gehabt, der wird irgendwann mal wieder kommen. Oder wenn ich ihn anrufe, wird er dran gehen oder so. Aber jetzt sind es jetzt bald 2 Jahre und wird immer schwieriger. Wann ist genau der Todestag? Am 2. März. Am 2. März. Das heißt, das rückt jetzt bedrohlich näher. Hast du Angst vor dem 2. März? Ja. Mhm. Wie war deine Verbindung zu deinem Mann? Wie war das Verhältnis? Also, er war mein erster Freund gewesen. Wir haben uns, ich war 15 oder 16, habe ich ihn kennengelernt. Mhm. Seitdem waren wir auch zusammen und ich habe mit 18 geheiratet, 2 Jahre verheiratet. Also in der Ehe war ich eigentlich diejenige gewesen, die am meisten geliebt hat. Achso, das heißt, du hast dich von ihm nicht so geliebt gefühlt, wie du ihn geliebt hast? Mm-mm. Wie alt ist er geworden? 22. Mhm. War das eine freiwillige Ehe? Ja. Mhm. Hast du darunter gelitten, dass er dich nicht so geliebt hat, wie du ihn geliebt hast? Ja, sehr. Mhm. Aber ich weiß nicht, ich habe ihn so sehr geliebt, es war mir, glaube ich, egal oder nicht egal, aber ich konnte damit einfach leben. Es hat mir einfach nur gereicht, dass ich mit ihm zusammen war, glaube ich. Hast du damals Ängste gehabt oder sogar Vermutungen, dass er vielleicht auch fremdgegangen ist oder eine andere Frau mal hatte früher? Er ist fremdgegangen. Ja. Mhm. Ist er oft fremdgegangen? Ja. Das hast du durch Zufall mitbekommen oder hat er das gesagt? Nein, also ich glaube, man fühlt das. Ich habe
habe es immer gefühlt. Mhm. Das war also nicht nur einmal in der zweijährigen Ehe, sondern mehrmals. Und mhm. Ich habe es immer gefühlt und irgendwie kam es auch immer raus. SMS mhm. oder irgendwie so. Haarspangen im Auto gefunden oder so. Mhm. Und wie hat er sich dann dazu gestellt, dass er das gemacht hat? Wie hat das dir erklärt? Ich habe immer gefragt, warum. Also mhm. ich hab ihn nicht gezwungen, dass er nicht heiraten sollte oder so. Mhm. Das kam ja auch von ihm. Er wollte ja heiraten. Ich mhm. wollte sowieso und er wollte auch. Mhm. Und also so eine Ehe wollte ich nie führen. Ich habe ihm auch immer gesagt, wenn du nicht willst und dann trennen wir uns, aber nicht so. Und er hat immer gesagt, nein, also es ist nicht so, wie du denkst, es ist nicht so, weil also ich liebe dich, hat der mal gesagt. Mhm. Ich gehe jetzt nicht fremd, weil ich dich nicht liebe oder sowas. Ist er eigentlich schon fremd gegangen vor der Hochzeit? Ja, also einen Tag davor habe ich das erfahren, dass er fremd gegangen ist vor der Hochzeit, mhm. ja. Also fing die Ehe schon eigentlich mit einem schweren Schatten an? Ja. Mhm. Übrigens, falls jemand jetzt gerade zufällig zuschaltet und ihr hört im Hintergrund seltsame Geräusche, das ist die Katze von der Seewiel. Das ist also nichts Schlimmes, das ist einfach die Katze. Hat er dir auch mal Gewalt angetan? Nein, aber ich hatte Angst vor ihm gehabt. Ich weiß nicht warum. Hm. Aber er hat dich nie geschlagen. Aber das ist aggressiv geworden, also der war ziemlich laut, also mhm. weil ich kam damit einfach nicht klar, ich konnte das einfach nicht akzeptieren, warum der mir fremdgegangen ist mhm. und ich habe auch mein Bestes gegeben, damit die Ehe auch wirklich gut gegangen ist. Ja. Also, das heißt, da war schon so eine Angst da, dass er, wenn du einen Schritt noch weiter gehen würdest, vielleicht in deinem Zorn, dass er dann schon gewalttätig geworden wäre. Ja. Mhm. Also, da ist Liebe, sehr viel Liebe im Spiel gewesen, aber eben auch sehr viel Unglück mhm. während der Ehe. Mhm. Ja. Machst du dem Freund, der betrunken gefahren ist, machst du dem Vorwürfe? Nicht mehr. Aber eine Weile hast du es getan. Ja. Mhm. Also ziemlich starke Vorwürfe. Zu Recht. Ich habe ihn also ungefähr 3-4 Monate später gesehen, mhm. also nach dem Tod. Mhm. Dann ist er halt zu mir gekommen und also ich weiß nicht, also in dem Moment, wie ich ihn gesehen habe, dann war, das war schon aus bei mir. Ich wollte ihn am liebsten nur noch umbringen. Mhm. Weil er hat den einzigen Menschen in meinem Leben genommen, den ich so sehr geliebt habe. Mhm. Und weil mein Mann, der war nicht nur mein Mann, ich bin ohne Vater aufgewachsen, der war mhm. für mich alles. Also mhm. ich bin damals von zu Hause abgehauen, mhm. ich habe das halt mal alleine gewohnt und dann habe ich mit ihm geheiratet. Mhm. Und ich selber wohne in Gladbach und ich bin nach Hamm umgezogen. Ja. Und ich war da halt ganz alleine, ich habe nur ihn gehabt. Ja. Und mhm. den hat er mir weggenommen. Der Fahrer, war der nicht mal schwer verletzt? Doch, schon. Das auch schon. Ne? Doch, der konnte es nicht gehen. Dann hat er eine Therapie bekommen, eine Kur mhm. und so. Hat der denn hat er das Gespräch dann später dann bei dir gesucht oder sich entschuldigt oder irgendwie von sich aus was getan, auf dich zugegangen? Also wir waren sowieso Nachbarn und wie ich gehört habe, dass er jetzt zurückkam von der Kur, also das waren so 2 Wochen später oder so, dann kam die Frau zu mir, mhm. er war auch verheiratet, mhm. dann habe ich ihm gesagt, also dass ich eigentlich schon erwartet hätte, dass er eigentlich sofort gekommen wäre mhm. zu mir. Mhm. Er ist aber nicht gekommen. Mhm. Und dann hat die zu mir gesagt, ja, du musst ihn auch verstehen, das ist nicht leicht, das war auch sein bester Freund gewesen mhm. und so. Aber die hat gesagt, er hat Angst halt, dass ich ihn halt rausschmeiße und dann mhm. irgendwie ihn anschreie oder mhm. halt ihn beschuldige. Mhm. Also dann sagen wir es einfach, er ist feige gewesen. Ja, und nachdem ich das gesagt habe, dass ich schon erwartet habe, trotz allem, was ich machen würde, dass er trotzdem kommen müsste, ist er dann gekommen, aber da hat es keinen Wert mehr. Ja, das finde ich auch. Ich finde, dass man dann sofort gehen muss. Und vor allen Dingen, wo es sein bester Freund auch noch war, hat er ja auch die Pflicht, sich auch um dich zu kümmern und schnell den Kontakt zu dir zu suchen. Ja. Ja, das ist jetzt alles nicht so gelaufen, wie es hätte laufen sollen. Du bist nach wie vor sehr traurig und du sagst, jetzt nach 2 Jahren kommt das erst richtig hoch oder seit einem Jahr, nachdem du die Medikamente auch nicht mehr nimmst. Und hinein in diese Thematik kommt ja auch noch das, worüber wir gerade gesprochen haben, dass eben auch mit der Ehe schon eine ganze Menge nicht in Ordnung war. Ne? Dass auch sehr viel Schatten und Unglück war in der Ehe. Mhm. Hm. Liebe Seewiel, ich möchte gerne, dass du mit meiner Psychologin jetzt sprichst, in Ausführlichkeit. Und ich möchte gerne, meine Psychologin, die Magdalena, hört jetzt auch zu. Ich fände es sehr gut, wenn du dir, und wir werden dir gleich ein bisschen helfen, wie du das einfädelst, wenn du dir eine Hilfe suchst, wenn du zu einem Arzt oder Therapeuten gehen würdest,
Und mit all diesem Schmerz und auch mit der Vergangenheit und auch der widersprüchlichen Vergangenheit, der ambivalenten Vergangenheit umgehen zu können. Weil ich glaube, das würde dir sehr helfen, wenn du einen fachkundigen Menschen an deiner Seite hättest. Du hast ja jetzt auch schon hier angerufen, um mal mit einem neutralen Menschen zu reden. Das sollte eigentlich erst der Anfang sein. Hoffen wir, dass jetzt noch mehr passiert und du dann auch schaffst, mit deiner Trauer und mit deinem Leid umgehen zu können. Okay. Ja, dann legst du bitte auf und die Magdalena, meine Psychologin, ruft dich an. Dankeschön. Alles Liebe von Herzen. Danke. Auf Wiederhören. Tschüss. So, Freunde, Tipp und Hinweis für morgen. Morgen ist Samstag. Samstag heißt für uns Promi-Tag. Mein Gast morgen Abend ist einer der großen Stars des deutschen Films, nämlich Hannes Jänicke. Er ist mein Gast morgen. Die Sendung beginnt um 11:45 im WDR-Fernsehen und ihr könnt anrufen, ihr könnt mitmachen, ihr könnt euch mit Hannes Jänicke unterhalten. Ihr könnt euch jetzt schon anmelden zum Gespräch, nämlich unter domian@wdr.de. Morgen im WDR-Fernsehen, 11:45 fängt die Sendung an mit Hannes Jänicke. Und eine Stunde vorher sind unsere Leitungen geschaltet. Dann könnt ihr eine Stunde vorher auch schon anrufen und euch anmelden, um dann zu versuchen, in die Sendung zu kommen und euch mit ihm zu unterhalten. So, Nico. Nico ist 27 Jahre alt. Hallo, Nico. Guten Morgen, Domian. Ja, guten Morgen. Dein Thema. Mein Thema ist, ich wollte einen Rat von dir zu Schwierigkeiten mit meiner Freundin. Ja. Und das Problem ist, oder nicht das Problem, ich liebe sie halt sehr. Mhm. Und das Problem ist ihre Eifersucht. Mhm. Und die äußert sich so, dass es zum Beispiel schwer ist, abends wegzugehen. Ja. Wie lange seid ihr, erstmal die Grundfakten klären, wie lange seid ihr zusammen? 2 Jahre. 2 Jahre. Wohnt ihr auch zusammen? Nein, das nicht. Das nicht. Mhm. Ich sag mal so ein bisschen noch konkreter mit dem Weggehen. Wie sieht das genau dann aus? Ja, es ist immer sehr schwer, es wegzugehen. Also wenn ich ohne sie jetzt weggehen möchte. Also wenn du alleine mit Kumpel, mit Freunden ausgehen willst. Ja. Ja. Und es ist dann immer so eine harte Diskussion vorher. Mhm. Okay, und also sie misstraut dir, wenn du alleine rausgehst, dass du irgendwie Frauen nachguckst oder vielleicht sogar Frauen ansprichst. Ja, ich weiß nicht, ob das wirklich daran liegt. Woran sollte es sonst liegen, wenn sie eifersüchtig ist? Ja, ich weiß, also sie sagt halt auch immer, sie kann nichts drum machen, das wäre die Eifersucht. Mhm. Ja, gut, aber das ist dann Eifersucht und das ist ja der Grund der Eifersucht, dass du eventuell mit anderen Frauen was anfangen könntest, oder? Ja, ja, obwohl das ist, ich finde es nicht berechtigt, weil ich hier noch keinen Grund dazu gegeben habe. Okay, das ist ein anderes Thema, aber ich versuche ja erstmal so die Sachlage zu klären. Gibt es noch andere Beispiele, wo sie sehr eifersüchtig ist? Ja, zum Beispiel mit meiner Freizeiteinteilung. Mhm. So, sie hätte sehr gerne, dass wir uns regelmäßig in der Woche sehen. Mhm. 4-mal die Woche. Ja. Und wenn das aber nicht der Fall ist, wenn ich stattdessen 4-mal meinen Bruder sehe oder 4-mal sonst wohin gehe oder nichts mache, dann ist das auch schwer. Also sie will einfach auch mehr. Sie will einfach mehr mit dir unternehmen. Und sie will mehr mit dir zusammen sein, sie will dich mehr beanspruchen. Genau. Wie oft seht ihr euch denn so im Durchschnitt in der Woche? Ja, schon häufig 4-mal. Mhm. Und das Wochenende durchgehend meistens. Ja. Also nee, nicht durchgehend, aber dann jeden Tag am Wochenende. Ja. Also das ist ja schon eine ganze Menge. So, ja. 2 Jahre zusammen. Du sagst mir jetzt die Wahrheit, bitte ich rum. Du bist ihr wirklich definitiv noch nie fremdgegangen? Nein, bin ich nicht. Hast du auch noch nie mit dem Gedanken gespielt? Nein, habe ich auch nicht. Mhm. So, dann kann ich mir vorstellen, dass einem das ziemlich auf die Nerven geht, wenn die Freundin immer und immer wieder anfängt und einem so wenig Vertrauen entgegenbringt. Wie ist es bei dir? Ja, wegen dem Vertrauensproblem noch nicht mal, dass ich sage, sie vertraut mir nicht, sondern einfach, mir geht mehr auf die Nerven dieser Stress, der halt davor immer stattfindet, wenn sich das äußert. Das heißt, der Stress, das heißt auch, dass sie dir einfach nicht die Freiheit gibt, ne? Ja, so empfinde ich das. Hast du ihr das so klar schon mal ausgedrückt? Ja. Und was erwidert sie darauf? Sie wäre doch meine Freundin und es ist doch berechtigt, dass sie Zeit mit mir verbringen möchte. Mhm. Gut, da muss man aber irgendwie so eine Auflistung machen, wie ich gerade auch fragte. Pass mal auf, wir haben 7 Tage und guck mal, wie viele Tage wir in der Woche zusammen sind. Wenn man, nehmen wir mal an, von einer Woche auf 4 Tage kommt, finde ich das auch ziemlich viel.
Und wenn du sagst, die restlichen 3 Tage möchte ich irgendwie mit Freunden, mit Bruder oder irgendwie alleine was machen, finde ich einen guten Kompromiss. Da musst du einfach dann auch reden und verhandeln. Und wenn sie sagt, ich will aber noch mehr haben, dann habt ihr ein Problem. Dann musst du sagen, nein, ich aber nicht. Und die Frage ist dann, ob ihr euch irgendwo entgegenkommt. Ja, es ist ja auch meistens so, wie du es jetzt sagtest, mit dieser Zeiteinteilung. Aber wenn dann mal was dazwischen kommt, so dass ich 2 Wochen jetzt hintereinander sie weniger sehe, dann verallgemeinert sie das halt immer und halt Angst, dass das sich so einpendelt, dass das immer so ist. Ja, ist eine Frage wirklich des viel miteinander Redens und auch des gegenseitigen Akzeptierens, dass man immer wieder einen Kompromiss findet. Aber es sind, wie ich das jetzt verstanden habe, sind es ja wirklich 2 verschiedene Paar Schuhe. Einmal diese Zeitfrage und eben auch die Eifersucht. Die Zeitfrage? Ja, die Zeitfrage, wie viel Zeit ihr miteinander verbringt. So, ja. Ne? Ja, aber und die Eifersucht, dass sie nicht möchte, dass, oder ist es letztendlich nur die Zeitgeschichte, dass sie einfach nicht will, dass du mit anderen Menschen Zeit verbringst? Nee, ich glaube eher, dass mit der Zeit auf ihre Eifersucht beruht. So, also, was will man da groß machen? Da kannst du nur immer wieder klar mit ihr reden und ihr müsst versuchen, einfach einen Kompromiss zu finden. Und du musst ja auch sagen, dass dir das sehr, sehr, sehr auf die Nerven geht und dass da unter Umständen sogar die Beziehung leiden, wenn ich zerbrechen könnte, wenn man da nicht einen Mittelweg findet. Und das geht nur per Diskussion, indem ihr das immer wieder thematisiert. Du auch. Ja. Anders geht's nicht. Anders geht's wirklich nicht, Nico. Sonst ist es ja nicht begründet. Du liebst diese Frau? Ja, mach ich. So. Dich offensichtlich auch. Also muss man da einen Weg finden. Und der dürft ihr euch nicht gegenseitig dann zermürben. Okay? Also ihr müsst es wirklich immer wieder ansprechen. Du musst es auch ansprechen. Und auf einen Kompromiss euch einigen und dann den Kompromiss auch leben. Okay? Ja gut, werden wir probieren. Versuche es. Alles Gute. Dann danke ich dir, Domian. Tschüss, Nico. Und kann ich noch ein Autogramm haben? Ja, dann legst du bitte auf und wir rufen dich nochmal wegen der Anschrift an. Okay? Alles klar. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, meine Telefonnummer. Wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt und wenn ihr morgen gerne mit meinem Gast, mit meinem prominenten Gast, nämlich mit Hannes Jänicke, einer der großen Stars des deutschen Films, wenn ihr morgen mit ihm reden wollt, dann meldet euch heute schon mal an unter domian@wdr.de oder ruft morgen 1 Stunde vor der Sendung an. Die Sendung beginnt morgen um 11:45 im WDR-Fernsehen. Anja, 38 Jahre alt. Hallo Anja. Hallo Anja. Ja, hallo. Ja, da bist du dran. Ja. Jetzt bist du dran. Bist ganz überrascht, ne? Ja, richtig. Und ja, was geht's? Sie hat mir eben gerade gesagt, ich soll ein bisschen ruhiger sein, weil ich war ein bisschen aufgeregt. Ja, das kriegen wir schon hin. Was gibt's denn bei dir? Sag erstmal so Stichwort. Ja, also ich möchte gerne über die seltene Krankheit bzw. ein Gendefekt, das heißt Prosopagnosie. Habe ich noch nie gehört. Nein. Und zwar ist das auf Deutsch Gesichtslosigkeit. Gesichtslosigkeit. Ja, richtig. Also ich meine, das heißt nicht, dass ich kein Gesicht habe, sondern ich kann mir keine Gesichter merken. Ach. Also ich gehe zum Beispiel auf die Straße und sehe alles Fremde und das ist aber jeden Tag so. Aber du kannst die Konturen der Gesichter schon erkennen, das ist eine Nase, ja, also, das kannst du alles schon. Und du vergisst, du siehst ein Gesicht und vergisst es sofort wieder. Ich vergesse es sofort wieder, ja. Also das ist einfach so. Also, wie oft hast du, siehst du mich oder hörst du mich im Radio? Nein, ich sehe dich auch im Radio, also im Fernsehen. Im Fernsehen. Und wie oft hast du diese Sendung schon gesehen? Ja, sehr oft. Sehr oft. Aber wenn ich dich morgen auf der Straße sehe, genau, dann da werde wollt... ich dich nicht erkennen, dann werde ich 7000 Mal überdenken müssen, ist er oder ist er nicht. Darauf wollte ich hinaus. Also Leute, die du ganz oft schon gesehen hast oder vielleicht aus dem Fernsehen auch kennst, wenn die plötzlich bei dir vor der Tür stehen, dann würdest du entweder gar nicht kennen oder du würdest oder denken, ja, irgendwie, vielleicht. Und ja, richtig. Also ich sehe das Gesicht als solches, natürlich, ich sehe Gesichter, aber es ist also tatsächlich damals mal gewesen, dass ich meine Tochter in die Schule gebracht habe und habe sie dann mittags abgeholt und konnte mich wirklich nur an der Frisur und an der Kleidung. Genau, das wollte ich jetzt fragen. Du vergisst dann auch die Gesichter deiner engsten Angehörigen. Ja, richtig. Also du hast ein Kind, eine Tochter hast du. Ja. Du hast Familie, du hast einen Mann. Hast du einen Mann? Lebst du mit einem Mann zusammen? Nein, ich bin geschieden. Ich bin momentan alleine. Ja. Also meine Tochter, die ist 19 und schwanger. Ja. Ich meine, es ist so, dass sich dieser Gendefekt zu 50% vererbt. Meine Tochter hat dieses Problem selber auch. Ach, die hat das auch? Ja. Aber nicht ganz so ausgeprägt.
Also ich bin der Meinung, dass sich dieses Problem im Laufe des Alters, ja, es wird schlimmer. Es wird schlimmer. Deine Tochter ist schwanger und das heißt, dass das Kind, was sie bekommt, eventuell das auch haben könnte. 50% wieder. 50%. Ja. War das eine Überlegung, deshalb nicht schwanger zu werden? Nein. Also ich meine, ich sehe es selber, ich habe es immer, also auch meiner Tochter gegenüber, als lustig dargestellt. Wobei ich stelle es mir überhaupt nicht lustig vor. Darauf wollte ich gerade auch hinaus. Wenn du immer wieder die Gesichter vergisst, dann vergisst du, wie deine Mutter aussieht, wie dein Kind aussieht, wie dein bester Freund aussieht, wie dein Mann damals ausgesehen hat. Ja, so ist es. Und also wenn die jetzt zum Beispiel... war zum Beispiel, ich habe jetzt gearbeitet, zum Beispiel mein erster Arbeitsantritt war, ich habe also Arbeitskolleginnen kennengelernt. Was arbeitest du? Sehr nett gefunden, sie haben mich eingeführt. Ja. Und ich bin zum Beispiel, ich arbeite in einer Großküche. Und am nächsten Tag trugen alle Netze auf dem Kopf. Das heißt, ich konnte niemanden mehr wirklich erkennen. Ach so, weil alle gleich aussahen. Ich verstehe. Dein Trick ist, du merkst die Leute an Frisuren zum Beispiel. Ja, zum Beispiel an Frisuren, an der Statur und am Stil, wie sie sich kleiden. An der Stimme und wahrscheinlich auch, ne? Kannst du an der Stimme, ja sicher. Und an dem Stil, wie sie sich zum Beispiel auch bewegen. Ja. Ah, aber ich muss nochmal auf zurückkommen auf die ganzen nächsten Menschen. Bleiben wir bei dem Beispiel deiner Tochter. Ja. Ist es wirklich so, dass du deine Tochter fast jeden Tag wieder neu kennenlernen musstest, dass du immer sie vergessen hast, wie sie aussieht? Ja, also wenn sie morgen zum Beispiel mit einer anderen Haarfarbe oder einem anderen Kleidungsstil vor mir stehen würde, würde ich sie nicht mehr erkennen. Ach, das ist ja wirklich unglaublich. Ja. Das ist eine Erkrankung, das habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Ja, es ist ein Gendefekt. Und der ist, also, er soll ziemlich selten sein, aber ich habe auch schon gehört, er soll also ziemlich auch falsch dargestellt, also und dargestellt sich, werden. Und das bezieht sich nur auf das Gesicht? Es bezieht sich wirklich nur aufs Gesicht. Also die Arme... Ich kann mir jetzt zum Beispiel die Frisur, kann ich mir kannst du merken. Du kannst dir Hände merken, oder? Ich kann mir die Bewegungen merken, wie also alle Menschen bewegen sich... unterschiedlich. Und die Leute, die kleiden sich auch unterschiedlich und die Figur ist auch unterschiedlich. Das ist das ist ein Gendefekt, das heißt, du hast das von Geburt von an. Geburt an, ja. Ja. Das heißt, du bist damit aufgewachsen, du kennst es gar nicht anders. Nein, richtig, ich kenne das nicht anders. Ich weiß es erst seit einem Jahr. Ach, da ist es vor einem Jahr erst diagnostiziert worden? Nein, es ist gar nicht. Ich habe das durch einen Zeitungsartikel gemerkt. Ach, du dachtest, du wärst so normal wie bisher. Ja, richtig. Ich habe gedacht, das ist ganz normal. Und da habe ich einen Zeitungsartikel gelesen. Ja, das ist da wurde es allerdings völlig verfälscht. Ja. Da wurde gesagt, dass dieses Gesicht als solches, zum Beispiel als verfälschte Vierecke irgendwie gar nicht dargestellt ist. Doch, ich sehe dieses Gesicht als Gesicht. Aber ich habe es also innerhalb von Sekunden vergessen. Drei Sekunden ist es weg. Ich frage deshalb auch so besonders nach, weil ich mir das überhaupt nicht vorstellen kann, wie man dann leben kann. Aber ich erahne schon, dass es für dich dann ein ganz normales Leben war, weil du wiederum kannst dir das ja nicht vorstellen, wie wir leben, die wir uns Gesichter merken können. Na richtig, ne? Ich habe gedacht, das ist so ganz normal. Aber das nur muss doch, ich meine, als gut, Kind... manche Leute, die haben mich dann eben blöd angeguckt auf der Straße, hast du mich nicht gesehen und ich habe dann an der Stimme erkannt, ach, das ist der oder die, nein, habe ich dich nicht erkannt, nein, also, das will ich nicht. Wahrscheinlich haben die Leute früher so, die Kinder auch so gedacht, die ist irgendwie ein bisschen komisch. Ja, sicher haben die Leute gedacht, sogar mein eigener Vater hat gesagt, sag mal, wieso hast du mich jetzt gerade nicht erkannt? Ich sag, seit wann hast du einen Anzug an auf der Straße? Ja, ja. Ja, so, zum Beispiel. So, als du das denn gelesen hast in irgendeiner Zeitschrift, bist du dann zu einem Arzt, zu einem Neurologen gegangen oder wäre das... Nein, ich habe mich da nie irgendwie untersuchen lassen. Also, ach, das ist eine eigene Diagnose jetzt, die du da gestellt hast? Ja, richtig. Ach so, ach so. Ja, aber ich weiß, dass es wirklich so extrem ist, dass ich wirklich nicht meine eigene Tochter erkenne, wenn sie jetzt ihren Stil ändert. Gibt es denn, ich meine, es wäre doch sicher nicht falsch, an deiner Stelle denn doch mal einen Spezialisten aufzusuchen. Vielleicht kann man ja ein bisschen was verändern, vielleicht kann man es stoppen, dass es nicht noch schlimmer wird. Du hast gerade gesagt, nein, die Eltern... Nein, das Ganze ist unheilbar, das habe ich auch schon unter... Also das habe ich im Internet nachgeforscht und so weiter, also das kann man nicht teilen. Also du willst ja gar nicht mit einem Arzt groß reden, du bist ja erst mit, wie alt bist du jetzt, 38 geworden und dann ist es auch gut, meinst du? Ja, ich habe das jetzt im Internet nachgeforscht und da steht also überall, man kann das nicht irgendwie heilen oder so. So, jetzt hast du es vor einem Jahr erst rausgekriegt, hast du es dann sofort deiner Tochter gesagt? Ja, da habe ich zu meiner Tochter gesagt, sag mal, du erkennst ja auch deinen eigenen Freund zum Beispiel nicht mehr wirklich, ne? Und hat sie gesagt, also, wenn er jetzt plötzlich irgendwie in einer Klamotten dastehen würde, nein.
Und da habe ich gesagt, ja gut, dann bist du eben, ja, dann hast du das, was ich habe. Habt ihr denn, ihr beide, ich versuche mich nochmal reinzudenken, ihr beide seid ja euer Leben lang davon ausgegangen, das ist normal. Ja. Das heißt, bevor du das gelesen hast, hast du gar nicht mit deiner Tochter darüber gesprochen. Nein, richtig. Das war für uns beide normal. Das finde ich sehr bizarr, ja. Wirklich. Mhm. So, jetzt weiß sie das auch. Will sie sich denn irgendwie medizinisch mal durchchecken lassen oder? Also das Ganze ist unheilbar. Also ja gut, aber dennoch ist es ja vielleicht mal gut, wenn man mit einem Fachmann redet und nicht nur die Eigenrecherche macht. Jetzt ist ja, aber ich sage, wie findet man so einen Fachmann dann in dem Moment, wo es schon überall in allen Zeitschriften und so weiter heißt, das wäre unheilbar. Dennoch würde ich mich mal versuchen, kundig zu machen und mal mit jemandem sprechen. Vielleicht kann man es ja irgendwie ein bisschen blocken oder dass man die Entwicklung etwas stoppt oder ich weiß es nicht. Ein Job irgendwie in einem Konzern, wo man zum Beispiel die Kunden kennen muss, da ist das natürlich ziemlich schwierig. Ja, also ich würde mal sagen, ein Gespräch mit einem wirklichen, wahrscheinlich wird es nur vielleicht ein oder zwei Koryphäen in Deutschland geben, die sich damit auskennen, wäre sicherlich nicht schlecht. Ich höre aber daraus, dass das für dich gar nicht so dramatisch ist, dass du sogar Witze darüber gemacht hast. Weil also ich sag den Leuten immer gleich, tut mir leid, also wenn ich dich jetzt zum Beispiel morgen auf der Straße treffe, ich werde dich nicht wiedererkennen, dann sprichst du mich bitte an. Ja. Ich sag das immer gleich. Oder sagen die Leute, haben sie schlechte Augen oder können sie schlecht sehen? Nein, also das haben die Leute mich nie gefragt. Ich habe nur gesagt, ich kann mir keine Gesichter merken. Also ich sage immer nur, ich kann mir keine Menschen. Aber das habe ich mir angewohnt schon ich bin 38. Seit 30 Jahren sage ich immer nur, ich erkenne dich wahrscheinlich morgen auf der Straße nicht mehr wieder. Aber dann erkennst du doch so in Zeitungen oder im Fernsehen auch überhaupt keine Prominenten, ne? Nein, das Problem ist, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Krimi sehe, dann weiß ich wirklich nicht, wer ist der Täter und wer ist das Opfer, wenn sie sich eh nicht sehen. Ach so. Also ich hatte auch beim Fernsehen schon Probleme. Ja genau, du kannst ja gar nicht fernsehen, weil du nämlich während des Fernsehens auch schon wieder die Gesichter vergisst. Ja, richtig. Also wenn zwei lange blonde Haare haben, dann weiß ich ganz genau, der Film, der ist nichts für mich, weil ich werde die immer wieder auseinanderziehen. Wenn unser Bundeskanzler morgen vor deiner Tür stünde, wird's auch nicht erkennen. Ich würde sagen, er hat Ähnlichkeit mit ihm, aber ich würde nicht sagen, dass er es ist. Ja, also Ähnlichkeit vielleicht, sag ich mal an, ich sage ja Frisur und also, Natur. Nehmen wir mal an, der Bundeskanzler würde morgen mit einer blonden Perücke vor deiner Tür stehen. Da würdest du ihn nicht erkennen. Nee, nee. Nur auffallen kriegt. Das ist ja wirklich eine ganz, ganz ungewöhnliche Sache. Die habe ich noch. Sagst du noch mal den Fachnamen? Ja, es ist Prosopagnosie. Ja, das hat wahrscheinlich kein Mensch gehört, noch nicht. Nein, und das heißt also Gesichtslosigkeit. Gesichtslosigkeit. Mhm. Also, ich sage ja immer, wir haben so extrem aufmerksame Zuschauer und Zuhörer. Ich bin fast 100% sicher, dass... Das werden sehr viele Zuhörer oder Zuschauer auch haben. Entweder haben sie es, oder ich könnte fast schwören, dass ein oder zwei darunter sind, die auch genau wissen, was das ist und die vielleicht uns mailen bezüglich einer guten medizinischen Koryphäe. Dann können wir dir das ja weitergeben, dann kannst du immer noch entscheiden, ob du da hingehst. Ja, das wäre ganz super. Ne, so machen wir das. Ja, okay. So, das war sehr nett, mit dir gesprochen zu haben, Anja. Mhm. Alles Liebe, alles Gute und schönen Gruß auch an deine Tochter. Und alles, okay, alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Wünsche dir einen schönen Abend, alles Gute. Dankeschön, ciao. Tschüss. Gesichtslosigkeit. Das habe ich nicht gehört. Noch nie gehört, wirklich nicht. Das wusste ich nicht. Hier ist Annika und Annika ist 22. Hallo Annika. Hallo. Ja. Grüß dich. Um was geht's bei dir, Annika? Es geht um meinen Stiefvater. Ja, was ist damit los? Ich hab ein Verhältnis mit meinem Stiefvater gehabt. Über welchen Zeitraum? Über 3 Jahre. Wie alt warst du da? 14. 14? Von 14 bis 17? Ja. Gezwungenermaßen ein Verhältnis gehabt? Nein, das war so, er kam vor fast 8 Jahren zu uns und ich habe mich dann mit 14 in ihn verliebt. Er war aber schon mit, wo ich 13 war, dass ich in mich verliebt gehabt. Wie alt war der denn damals? Da war er... Anfang 30. Mhm. Hat er sich ja strafbar gemacht, ist ja klar, ne? Ja. Das heißt, bereue ich ja auch. Bitte? Was ich gemacht habe, bereue ich auch. Ne, ich meine, er hat sich strafbar gemacht. Du warst ja noch quasi ein Kind damals. Ja, er hat sich wirklich Hoffnung gemacht. Das Problem war dann, mit 14 bin ich dann auch von ihm schwanger geworden. Mhm. Währenddessen war deine Mutter mit ihm zusammen? Ja, sie war auch mit ihm verlobt. War mit ihm verlobt? Und das habe ich gerade nicht verstanden. Hat er bei euch auch in der Wohnung gewohnt? Ja. Ja. Und hat deine Mutter davon was mitbekommen? Nein. Die hat das erst nach dem Tod von ihm rausgekriegt. Er ist gestorben?
der ist gestorben. Der ist voriges Jahr am 18.02. ist er gestorben am Hinterwart-Herzinfarkt. Ja. Und nach dem Tod hat die Mutter das rausbekommen? Ja. Warum ist das da rausgekommen? Er hat das Handy von ihm übernommen. Und da waren SMS von mir drin. Aber das liegt dann ja schon eine ganze Weile zurück, ne? Du bist jetzt 22, das ging nur bis 17. Und solche alten SMS waren dann noch gespeichert? Ja. Und da musst du deine Mutter, war deine Mutter mit ihm bis zum Schluss zusammen? Ja. Das heißt, für deine Mutter muss doch da eine Welt zusammengebrochen sein, oder? Ist auch. Wie hat sie reagiert? Ja, sie hat nur zu mir gesagt, ja, weil er jetzt nicht mehr da ist, kann sie nicht nur mich bestrafen. Sagt sie, ich müsste ihn auch bestrafen. Wie ist dein Verhältnis? Sie hat gesagt, und da hat sie jetzt nur drauf gesagt, ich kann dir zwar verzeihen, aber ich kann es nicht vergessen. Naja, immerhin. Immerhin ist das ja schon ein ganz guter Satz. Habt ihr noch Kontakt miteinander? Also ich habe mit meiner Mutter noch Kontakt. Das ist jetzt über ein Jahr her, ne? Hast du gerade gesagt, 18.02. Ja. Wie war der Kontakt vorher zu deiner Mutter? Also vorher war der viel, viel besser. Aber er ist nicht radikal abgebrochen durch diese... Nein, der ist nicht abgebrochen. Wie war denn das Verhältnis zum Schluss zwischen deiner Mutter und ihrem Freund? Eigentlich super, bis auf wo er dann ins Krankenhaus kam. So, und er war auch dabei, wo er gestorben war. Du? Also die ist ja ins Krankenhaus, weil am 18.01. Die Mutter war dabei, als er gestorben ist? Ja, die haben die Tür ging auf und da hat sie gesehen, wie sie ihn wiederbelebt haben. So, dein Verhältnis war in der Zeit, als du 14 warst, zwischen 14 und 17. Ja. Warum ist es dann aufgehört? Warum hat es sich beendet? Weil ich nicht mehr wollte, weil ich konnte das Geheim nicht mehr, konnte es nicht mehr geheim halten. So, und hast du gerade gesagt, dass du auch schwanger geworden bist, als du 14 warst? Ja. Was ist daraus geworden? Ich musste das Kind wegmachen lassen. Er hat dich dazu gezwungen? Nein, das Jugendamt. Das Jugendamt? Das Jugendamt. Die haben dich dazu gezwungen? Ja, die haben zu mir nicht direkt gezwungen, die haben nur zu mir gesagt, ja, wenn sie das Kind austragen, nehmen wir ihnen das Kind weg. Und das Jugendamt hat sich nicht mit deiner Mutter in Verbindung gesetzt? Die war ja bei dem Gespräch dabei. Sie hat ja gesagt, egal wie du dich entscheidest, ich bin immer für dich da. Ach so. Aber da wusste deine Mutter nicht, dass der Vater des Kindes ihr Freund ist. Nein. Was hast du gesagt, wer der Vater des Kindes ist? Dann habe ich gesagt, ich habe den einmal kennengelernt und dann bin ich, da hat sie gesagt, als One-Night-Stand. Ach so, irgendeinen Fremden. Ja. Und dann hat deine Mutter zugestimmt, dass es eine Abtreibung gibt und dann war die Sache damit erledigt. Ja, aber nicht für mich. Das glaube ich. Weil einen Monat später habe ich mich dann als Mütterin gefühlt. Wie siehst du die ganze Angelegenheit heute? Du bist ja schon älter, etwas reifer. Also, das war der größte Fehler. Auch das war wirklich ein großer Fehler von mir. Ich meine auch die ganze Sache. Auch ein Fehler, dass du dich auf ihn hast eingelassen. Ja. Wobei, ich finde, dass man dir nicht den großen Vorwurf machen kann, weil du noch so extrem jung warst. Ich mache ihm den Vorwurf, dass er das gemacht hat. Er hat seine Freundin, deine Mutter, betrogen und er hat sich an einem Kind vergangen, so muss man es ja sagen. Du warst ja, warst ein Kind noch damals. Also mache ich die Vorwürfe ihm. Ich glaube, dass wenn er das nicht gewollt hätte, wäre das nicht passiert. So kann man es ja sagen. Ja, das ist auch nicht passiert. Ja. Aber letztendlich hast du es, du hast jetzt mit den Folgen zu leben. Ja. Es ist aber damals, um es nochmal klarzustellen, du wolltest es auch und es ist keine Gewalt. Gewalt hat nicht stattgefunden. Nein. Es gab keine Vergewaltigung, keinen sexuellen Missbrauch. Du wolltest das auch. Du mochtest den Mann. Ich wollte das. Und er hat dich auch in diesen Jahren gut behandelt. Ja. Ja. Aber es bleibt jetzt ein sehr schlechtes Gefühl, ein Schuldgefühl bleibt übrig. Ja. Einmal wegen der Abtreibung, dann der Mutter gegenüber, vermutlich, ja. Ne? Ja. Als du 17 warst, hast du gerade gesagt, du hast dann gesagt, du möchtest das nicht mehr, weil du die Lügerei nicht mehr erträgst. Genau. Aber siehst du mal... Das ist das Problem durch meinen Stiefvater, weil er 40 war. Also wo er gestorben ist, jetzt ist das so, jetzt nämlich nur ältere Männer, die so 30, 40 sind, wirklich älter sind wie ich. Und meine Familie, meine restliche Familie sagt, ich habe Vaterkomplexe. Ich weiß nicht, ob es stimmt.
Ach, weißt du, Annika, da würde ich mich jetzt gar nicht so beeinflussen lassen. Wenn du dich nun mal in Männer verliebst, die etwas älter sind als du, finde ich nicht dramatisch. Ich meine, du bist 22, wenn du dich in 32-Jährigen verliebst, na und? Und wenn er noch älter ist, finde ich auch nicht so schlimm. Da, ja, ich hätte aber einen gehabt, der war 50, habe ich gesagt, das könnte mein Vater sein. Mhm. Das ist ausgerechnet noch mein Nachbar. Ja. Ja, also grundsätzlich würde ich da jetzt mal nicht so küchenpsychologisch rangehen, von wegen Vaterkomplex und so. Da würde ich entscheiden, ob du diesen Mann wirklich liebst, ob der dich wirklich liebt. Ich finde viel entscheidender und wichtiger, dass wie du mit deinen Schuldgefühlen umgehst und dass du da mit dir ins Reine kommst. Mhm. Das finde ich wichtig. Und auch vor allen Dingen, dass du mit deiner Mutter wieder den Kontakt, das wäre ja wahrscheinlich auch dein Wunsch, ne, dass der Kontakt wieder besser wird wieder mit der Mutter. Ja. Mhm. Mhm. Ich überlege gerade, vielleicht wäre es ganz gut, wenn du mit deiner Mutter mal für ein paar Stunden zu einer gemeinsamen Beratung gehen würdet. Dass ein neutraler Mensch euch mal so ein bisschen zusammenführt und dass ein, so wie ich jetzt auch ein neutraler, einfach mit euch beiden spricht. Wärst du dazu bereit? Und ich wäre dazu bereit. Deine Mutter auch? Was meinst du? Weiß ich nicht. Hm. Wer einen Vorschlag könnte, du könntest ihr das ja vorschlagen, ne? Ja, aber ich glaube schon. Ja. So, pass mal auf, jetzt werden wir dich mal zurückrufen. Und meine Psychologin, die hat das Gespräch jetzt mitgehört, die Magdalena. Mhm. Die wird dir jetzt mal eine Anlaufstelle geben, wo du hingehen kannst. Darüber hinaus fände ich es auch gut, wenn du persönlich für dich auch noch was tun würdest, damit du aus dieser Vergangenheit herauskommst. Wie gesagt, ich finde, dass die Schuld den Mann trifft in allererster Linie und nicht dich, weil du noch ein Kind warst. Ja. So, jetzt legst du auf und wir, das heißt, die Magdalena ruft dich an. Okay? Ja. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Und Dirk. Dirk ist 32. Hallo Dirk. Hallo Domian. Hallo Dirk. Um was geht's bei dir? Also bei mir geht es darum, ich hatte letzten Jahr, Anfang Dezember, am 5.12. genau einen Unfall. Mhm. Ich bin mit ca. 130 Stundenkilometer in einen LKW gerast. Auf der Autobahn? Auf der Autobahn, ja. In einem fahrenden LKW. Warum? Ich hatte das Fenster ein wenig geöffnet. Und ein bisschen Frischluft zu bekommen und habe dabei haben die Augen angefangen zu tränen. Mhm. Ich habe nichts mehr gesehen und auf einmal war der LKW da. Mhm. Und du bist volle Kanne raufgefahren? Ich bin von hinten aufgefahren. Aber der fuhr auch? Bitte? Der fuhr auch, der LKW? Der klar, der fuhr der auch. Der fuhr auch. Mhm. Und dabei wurde mein Beifahrer schwer verletzt. Mhm. Er hatte also schwere Gesichtsfrakturen, also Knochenfrakturen. Mhm. Also rund um das rechte Auge rum, das Nasenbein war kaputt, er sah furchtbar aus, also in der Nacht, ne? Und du, hattest du auch eine Verletzung, eine schwere Verletzung? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich also ich hatte durch rumfliegende Glassplitter hatte ich leichte Kratzer in der Hornhaut und hatte eine kleine Platzwunde am Auge. Mhm. Wie hat der Mann, dein Beifahrer, was war das? War das ein Bekannter von dir? Oder ein Es ist mein bester Freund, den ich schon seit 14 Jahren kenne. Ach so, dein bester Freund. Ja. Und wie hat sich der, du sagst am 5.12. war der Unfall? Ja. Nun sind ja einige Wochen vergangen. Wie geht es ihm denn zurzeit? Also es geht ihm überraschend sehr gut. Mhm. Er hat das Ganze sehr gut überstanden und auch sehr schnell überstanden. Ja, und ist auch aus der Klinik raus. Ist auch wieder nach 2 Wochen aus der Klinik rausgekommen. Ah, ja. Hm. Also, aber was mich sehr beschäftigt ist halt, dass er an diesem Abend diese schweren Verletzungen hatte. Hm. Und ich eigentlich diese Bilder nicht mehr aus dem Kopf bekomme, weil er sah eigentlich ziemlich furchtbar aus. Hm. Wurde auch in dem gleichen Tag noch ein künstliches Koma verlegt, operiert. Hm. Und das geht mir doch noch ziemlich nah. Ne? Wie war der Hergang eigentlich? Du bist dann mit 130 auf diesen LKW draufgefahren. Und dann, wie ging das dann weiter? Also da habe ich nur noch ziemlich bruchstückhafte Erinnerungen dran. Also ich habe mich eigentlich nur noch um ihn gekümmert. Er sah... Nee, Moment, wie kamt ihr zum Stehen? Hast du dann gebremst oder hast du dich überschlagen oder was ist passiert? Also ich bin, wie ich halt eben gesagt habe, ungebremst auf diesen Anhänger drauf. Mhm. Und da kamen wir irgendwie zum Stehen. Also wir haben uns ein paar Mal gedreht. Mhm. Wir kamen zum Stehen. Mhm. Bei diesem Aufprall wurde das Dach abgerissen. Oh. Mhm. Das war also ziemlich heftig. Mhm.
Aber es kam Gott sei Dank keiner hinter dir, der auch noch auf dich drauf gefahren ist. Nee, Gott sei Dank nicht. Es waren noch mehrere Fahrzeuge unterwegs, aber die hatten so einen Abstand, dass Gott sei Dank keiner mehr. Das heißt, irgendwann nach Drehungen und nach schweren Karambolagen ist das Auto endlich stehen geblieben auf der Autobahn. Und du warst unverletzt und bei Bewusstsein und hast dann den schwerverletzten Freund neben dir sitzen oder liegen sehen. Der lag neben mir, also blutüberströmt. Und war er noch bei Bewusstsein? Nee. Nicht? Er war nicht mehr bei Bewusstsein. Er wurde zwar später, war er zwar ansprechbar wieder, aber daran kann er sich nicht mehr erinnern. Dann vergehen wahrscheinlich grauenhafte, endlose Minuten, bis dann ein Rettungswagen kommt, ne? Richtig, genau. Und du warst dann alleine mit ihm im Auto oder bist ausgestiegen oder was hast du gemacht? Also wir waren beide noch im Auto, also ich habe mich um ihn gekümmert. Also ich habe dann auf dem Fahrersitz gekniet und habe dann versucht, irgendwas beizubekommen, um die Blutungen zu stillen. Und dann irgendwann waren andere Fahrzeuge da. Ja. Und da sind Leute ausgestiegen, die haben dann Notfall die Krankenwagen gerufen. So. Hat der Lastwagenfahrer das mitbekommen? Hat er angehalten? Der hat einen Schlag gemerkt und hat dann angehalten, weil er dachte, es wäre vielleicht ein Reifen geplatzt und stieg dann aus, also konnte sein LKW noch auf die Standspur lenken. Als er dann ausstieg, hat er dann das total zerstörte Auto gesehen und hat dann versucht, halt zu helfen. War ihm klar, was passiert ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass du dir auch Vorwürfe machst, ne? Und Schuldgefühle hast. Das geht mir bis heute noch nach. Also du hast diese schweren, die schlimmen Eindrücke vor Augen, wie dein Freund da lag. Wahrscheinlich hast du in dem Moment auch gedacht, er könnte sterben oder er ist vielleicht schon tot. Also als ich so die ersten Glassplitter aus der Augen geschrieben hatte und so, und ich sah zu ihm rüber und sah ihn da liegen, blutüberströmt, dachte ich mir so, gut, der ist tot. Das waren die ersten Gedanken, der ist tot. So, das ist natürlich schon ein extremer Schock, den man ausgesetzt ist. Und das geht mir bis heute nach. Ne? Denn das Augenlicht ist auch wieder voll da bei deinem Freund. Das ist alles wieder vollständig da. Also kann man sagen, dass er komplett gesundet wieder ist? Er ist wieder komplett gesund, ja. Er hat aber Glück gehabt, ne? Ja. Macht er dir denn Vorwürfe? Nee, das ist ja gerade das Kuriose daran. Er sagte, also als ich ihn im Krankenhaus besuchte, also wieder ansprechbar war und so, und ich hatte Fotos dabei vom Auto, die wollte er unbedingt sehen. Da sagte er, ja, hör mal zu, so ein Unfall kann passieren. Ah ja. Mach dir mal keine Vorwürfe und so, ich bin wieder gesund. Und tolle Reaktion, ne? Es hätte auch anders sein können, dass er dir Vorwürfe macht, was machst du, die Scheibe auf, wie unvorsichtig und so weiter und so weiter. Dennoch hast du die Gefühle, die Schuldgefühle und auch noch den Schock in den Knochen sitzen, wegen des Anblicks, den du da ertragen hast müssen. Richtig, genau. Also dieser Anblick, als er neben mir lag und anfangs keine Reaktion von ihm kam, also es sah wirklich aus, als wäre er tot und das geht mir bis heute nach. Ne? Und wir sind weiterhin sehr gut befreundet. Und er sagt immer zu mir, mach dir mal keine Vorwürfe, sowas kann passieren. Aber ich komme einfach. Wohnst du in der Gegend deiner großen Stadt? Ich wohne in der Nähe von Saarbrücken. Von Saarbrücken? Ja. So, da bin ich jetzt nicht so informiert. Wir haben hier im Kölner Raum gibt es in einigen Kliniken eine sogenannte Traumata-Ambulanz. Das bieten Kliniken an für Leute, die einen schweren Schock, so wie du, erlitten haben. Da kann man hingehen und kann sich für eine gewisse Zeit behandeln lassen, auch ambulant behandeln lassen. Das fände ich in diesem Fall sehr angebracht. Ich glaube nicht, dass du das alleine schaffst, da so den Dreh zu kriegen, das zu verarbeiten. Wir können dir gerne behilflich sein, ob es das in Saarbrücken gibt und wenn nicht, wo es in der Umgebung von Saarbrücken vielleicht so etwas gibt. Ja, das wäre sehr hilfreich, ja. Wir sprechen sehr oft darüber, also auch ich spreche auch sehr viel mit Freunden darüber, die nach dem Unfall direkt da waren und mit mir ins Krankenhaus gefahren sind, wo er halt lag. Aber ich habe halt die Bilder immer noch vor Augen und komme halt nicht so richtig drüber weg. Ne? Kann ich mir gut vorstellen, dass, obwohl du viel
vielleicht sprichst und das erzählst und immer wieder darlegst, das Gefühl bleibt dasselbe, ne? Ja, klar. Mm-hmm. Wir versuchen mal. Also, dann müsstest du auflegen und wir rufen dich gleich an und dann gucken wir mal gemeinsam nach, wo wir was für dich in deiner Umgebung finden. Mhm. Ja? Das wäre gut, ja. Das machen wir. Alles Gute. Gut, ich danke dir. Bitteschön, tschüss. Ciao. So, ihr Lieben. Wer ist jetzt hier? Hier ist Tom und Tom ist 32. Hallo, Tom. Hallo, Jürgen, grüß dich. Ja, hallo. Deswegen rufst du an. Jürgen, mein Thema, ich muss mit Erstaunen feststellen, es hat gestern schon mal eine Zuhörerin zum gleichen Thema angerufen und jetzt vor einer Weile von mir auch. Mhm. Es geht um Tod und Trauer. Mhm. Es geht mir darum, bei mir ist auch in knapp 8 Wochen soweit, dass meine Mutter vor 4 Jahren gestorben ist und ja. Das heißt, vor 8 Wochen? Habe ich es nicht verstanden? Vor 8 Wochen? Nein, es ist so, also in 8 Wochen, also am 21. Ach so, März. In 8 Wochen wird sie genau verstorben sein, vor 4 Jahren. Genau. Ah, ja. Da ist ihr vierter Todestag. Mhm. Und ich sage aber, wenn sie einigermaßen menschlich human gestorben wäre und nicht mitunter durch Ärzte pfuscht, deswegen konnte ich auch die Zuhörer von gestern sehr gut verstehen, zwar nicht unbedingt, dass sie gleich mit einer Waffe ins Krankenhaus geht, ich kann es menschlich zwar nachvollziehen, aber das hätte ich nicht getan, obwohl ich den Arzt, der mit daran schuld ist. Ich weiß nicht, was ich den Menschen wünsche, aber... Was ist denn bei deiner Mutter passiert? Es ist so, sie hat vor vielen, vielen Jahren, also zu Lebzeiten, ist sie an Diabetes erkrankt. Diabetes ist eigentlich eine Krankheit, die man in den Griff kriegen kann. Mhm. Dann kam dazu, dass sie mal durch eine Erkältung, dass sie noch Bronchitis mit dazu kam. Mhm. Und ja, da hat sie sich irgendwie nicht richtig von erholt. Es kam dann relativ schnell, dass sie ins Krankenhaus musste und... Als sie ins Krankenhaus kam und auch zum Schluss ins Heim, das waren dann nur noch 2 Jahre etwa, hat sich der Zustand so enorm verschlechtert, dass sie innerhalb von einem halben Jahr, und das sind Bilder, ich werde sie nie vergessen, man hat wirklich, also sie hat, war ich noch so vom Körper her noch ganz okay, hat in diesem halben Jahr 30 Kilo abgenommen und man musste, also man hat mir gesagt, die Amputationen müssen sein, man hat ja wirklich in diesem halben Jahr so viele Operationen durchführen müssen, dass beide Beine bis auf etwa 3 oder 4 Zentimeter komplett amputiert werden mussten. Mhm. Und jedes Mal diese Bilder zu sehen, ich kannte meine Mutter ja als gesunde Frau, als lebensfrohen Mensch, das mitzukriegen. Mhm. Und ich habe immer gesagt, es kann doch nicht sein, warum nimmt man dieser Frau die ganze Krise? Es kann einfach nicht wahr sein. Hab dann viele Bücher durchgelesen und so habe ich dann mit Kollegen unterhalten, weil ich damals im Rettungsdienst war und habe gesagt, Leute, das kann es doch nicht sein. Ach so, du hast sogar in diesem Bereich gearbeitet. Ja, ich war damals hauptamtlich im Rettungsdienst und... Also Rettungssanitäter. Ja, und das war natürlich dann für mich auch noch etwas schwieriger, weil manche Fahrten, die meine Mutter eben ins Krankenhaus gebracht haben, mussten Kollegen von mir fahren, die haben mich überhaupt nicht mitgefahren. Also, vergiss es, du fährst da nicht mit. Mhm. Aber dann warst du medizinisch doch eigentlich ganz gut informiert, ne? Ja, und das ist eben die Geschichte, weil ich mir gedacht habe, etwas stimmt hier nicht. Das kann einfach nicht sein. Irgendwo wird in meinen Augen die Behandlung falsch durchgeführt. Mhm. Natürlich kann ich natürlich vom Wissen her an keinen Arzt. Das ist ganz klar, die haben ein Medizinstudium, die müssen nicht umsonst auf die Uni gehen. Also du meinst, das hätte man deiner Mutter nicht antun dürfen, ihr beide Beine zu amputieren? Ja, weil wie gesagt, ich habe mich da mal erkundigt und habe dann mit einem Arzt, bevor das alles so schlimm geworden ist, mal gefragt, ich habe das Gefühl, dass man teilweise auch das Insulin falsch verabreicht hat und dass sie auch teilweise falsche Medikamente bekommen hat, weil die Medikamente teilweise Atemstillstand mit ausgelöst haben, teilweise Kreislaufversagen. Und dann hat er mir gesagt, ja, da gebe ich Ihnen schon recht, es tut mir nur leid, kein Arzt kräht der anderen eine Krähe aus. War das denn ein Arzt, der Sie auch mitbehandelt hat oder war das ein ganz außenstehender Arzt? Nee, das war mit einer der Ärzte im Krankenhaus, in dem sie kurz zwischenstationiert war. Mhm. Ja, und dann wie gesagt, als es dann mit dieser Amputation anfing, sie war eigentlich immer ein lebensfroher Mensch und wir hatten eine sehr, sehr enge Bindung. Also ich bin erst mit 25 oder so endgültig von zu Hause raus, weil, naja, wie die meisten Jungen, die auch deine Sendung sehen, so von wegen Hotel Mama, kann man zwar verstehen, aber... Wie lange hat sie denn, nachdem sie diese schweren Operationen hat ertragen müssen, wie lange hat sie dann noch gelebt? Also das, wie gesagt, das ging recht schnell. Sie kam, sie ist 2001 gestorben, das Ganze hat Ende 98 akut angefangen. Sie kam ins Krankenhaus, also du kannst sagen, alles in allem mit den ganzen OPs, mit
Behandlungen, das war noch etwa 1,5 Jahre, also es ging wirklich rasend schnell. Also ich meinte jetzt, nachdem die Beine abgenommen worden waren, dauert es noch 1 Jahr ungefähr. Bis zum Tod meinst du jetzt? Mhm. Also nach der letzten Operation, das war Anfang März. Ich war damals noch verheiratet, wir sind in Urlaub und... Sag mal so ungefähr, ich will nur noch ein paar Wochen oder ein paar Monate. Zwei, drei Wochen. Also, man kann quasi sagen, das ist ja nur genau so eine Frage. Muss man das einem Menschen noch antun, der schon so schwer erkrankt ist, der dann danach nur noch 2, 3 Wochen lebt? Ja, das ist eben die Geschichte, die ich... Mhm. So, ja. Das ist jetzt damals so gelaufen und du hast die Vermutung, dass sie nicht richtig behandelt worden ist. Ja. Das Ganze ist jetzt 4 Jahre her. Da kannst du wahrscheinlich gar nichts mehr. Ich weiß es nicht. Hast du dann damals irgendwie mal versucht, noch was aufzurollen oder eine Anzeige zu erstatten oder irgendwas zu tun? Ja, das Problem war einfach das, ich habe mich damals auch mit Rechtsanwälten unterhalten und habe gesagt, Leute, was können wir machen? Und dann ist mir eben gesagt worden, ohne dem, dass mir irgendein Arzt, irgendeine Klinik einen Attest gibt, dass wir Obduktion machen können etc., können wir nichts machen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe gesagt, ich stehe das nervlich nicht durch. Ich kann das nicht. Das heißt, also da ist nichts unternommen worden und das ist gelaufen. Unternommen worden. Mhm. Aber es ist die Erinnerung da, die Erinnerung an das Leid der Mutter. Richtig. Erinnerung, vielleicht geht das auch einher damit, dass du sagst, ich hätte mich damals noch mehr drum kümmern müssen, als sie noch gelebt hat. Ja. Ich mache mir ziemlich viele Vorwürfe. Mhm. Dass ich hätte viel früher, ich weiß nicht, die Bücher lesen können, mich mit Ärzten unterhalten, was ich eigentlich an dem Tag, an dem ich angerufen worden bin, ich war damals eben in der Rettungswache, bin angerufen worden. Mhm. Und er sagte, Herr Zerget, kommen Sie bitte mal kurz rüber, Ihre Mutter ist gestorben. Ich, bitte was? Mhm. Also richtig trocken, kommen Sie bitte mal rüber, Ihre Mutter ist gestorben. Aber das musst du doch nur wirklich kennen, wenn du in diesem Bereich arbeitest, dass das leider Gottes oft so vor sich geht. Ja, aber ich sage mal so, wenn er schon weiß, dass es der Angehörige eines Mitarbeiters von ihm quasi ist, hätte man da mit etwas mehr Feingefühl vorgehen können. Vor dieser Amputation, das ist ja nun ein großer chirurgischer Eingriff, hast du dich da mit deiner Mutter beraten? Hast du da mit den Ärzten gesprochen? Ja, die sagten, dass sie denken, man kann das Ganze hinauszügeln, verlängern oder eventuell auch zum Stillstand bringen, wenn ein Bein amputiert wird. Mhm. Und es kam immer mehr Entzündungen und mehr Sepsen und es hat einfach nicht mehr aufgehört. Mhm. Also eins wurde dann ja amputiert und offensichtlich hat es nichts genutzt. Und dann stand diese zweite schwere Operation bevor. Wurde da nochmal eingehend beraten, nach dem Motto, sollen wir ihr das jetzt noch antun? Ja, es war so, dass, also wie gesagt, es war kurz bevor ich in Urlaub geflogen bin und habe mir auch überlegt, soll ich gehen? Da hat man gesagt, Sie können sowieso nichts machen, auch wenn Sie hier sind. Und es war dann so, da sie unter sehr, sehr schwerer Medikamenten stand, habe ich sie mehrfach gefragt, möchtest du diese Operation noch, beziehungsweise wenn die Operation geführt wird, sollte irgendetwas schiefgehen, lebenserhaltende Maßnahmen ja oder nein? Weil sie selber war so unter Medikamenten, sie hätte gar nichts mehr entscheiden können. Und also quasi hast du es entschieden? Nein, sie hat mir gesagt, sie will nicht. Ich habe sie dreimal gefragt. Sie will nicht. Willst du oder nicht? Ich werde diese Entscheidung nicht treffen. Ich kann es nicht. Ich kann einfach nicht. Und sie hat gesagt, sie will nicht. Ja, aber dennoch ist es operiert worden dann. Du hast mich missverstanden. Es ging nur um die erhaltenen Maßnahmen. Ja, ich hatte aber gefragt nach der Operation. Ich meine, das ist ja eine wichtige Frage, wenn jemand so schwer krank ist und ein Bein schon amputiert worden ist. Nee, also die Operation, da hat sie mir zugestimmt, aber sollte bei der Operation... Das habe ich schon verstanden. Du hast es gerade so im Nebensatz gesagt, du bist dann in Urlaub gefahren. Ja, das war eigentlich mit recht schlechtem Gewissen, aber... Stand da die zweite Operation bevor? Ja. Und dann bist du in Urlaub gefahren? Vertrauen in die Ärzte. Naja, was heißt Vertrauen in die Ärzte? Was heißt Vertrauen in die Ärzte? Du bist ja stand diese zweite schwere Operation an und du bist weggefahren. Und hast deine Mutter allein gelassen. Jetzt weißt du, warum ich mir Vorwürfe mache. Jetzt verstehe ich das. Und wie gesagt, es ist auch das Problem, dass ich jetzt... Warum hast du es denn gemacht? Versuchen abzuschalten. Irgendwann bist du an einem Punkt, du kannst einfach nicht mehr. Ja gut, aber deine Mutter war wesentlich belasteter als du
Und sie hätte sich ja sicher auch sehr gefreut, wenn sie nach der Hirnoperation aufgewacht wäre und du bist da. Klar. Was halt noch im Positiven war, sag ich mal. Sie hat ja Gott sei Dank noch, es waren noch ein oder zwei Wochen, die sie gelebt hat. Und mein Problem ist jetzt einfach das, weswegen ich eigentlich auch bei dir anrufe. Lass mich noch eine Frage stellen, damit ich es verstehe. Ja. Als sie gestorben ist, warst du da aus dem Urlaub zurück oder ist ja, sie, ja, da war ich zurück. Mein Problem ist jetzt einfach das, dass jetzt eigentlich in den letzten zwei Jahren richtig hochkommt und ich jetzt auch schon bei vielen Psychologen angerufen habe, weil ich einfach versuche, eine Therapie zu bekommen. Mhm. Die Therapeuten blocken mich ab, die geben mir manchmal Schuldgefühle. Was du eben auch sagst, ist, ja, wie können sie in Urlaub gehen? Ja, nee, mit so einem Menschen können wir nicht reden. Mein Wunsch wäre es einfach nur, eine vernünftige Therapie zu kriegen, um mit dem Ganzen klar zu kommen, damit ich mit mir selbst entscheide. Das finde ich auch einen richtigen Ansatz. Und wenn wirklich ein Psychologe dir sagt, sie haben Schuld und mit ihnen kann ich nichts anfangen, ist das aber wirklich ein Mensch, der komplett seinen Beruf verfehlt hat. Das finde ich unfassbar, unglaublich. Wir werden dich jetzt mal zurückrufen und mit dir gemeinsam beraten, was du machen kannst und wie du es anstellen kannst, okay? Alles klar. So machen wir das. Alles klar. Ja. Alles Gute, Tom. Ich bedanke mich bei dir. Tschüss. Danke, tschüss. Tanja haben wir jetzt hier noch. Hallo Tanja, 28. Hallo Tanja. Hallo. Hallo. Jetzt haben wir leider nicht mehr viel Zeit. Ich habe mich ein bisschen in der Uhr vertan. Guck ich ja, mal. Ich merke das schon. Ich werde das schon himmelig. Und ich habe gerade gedacht, wir hätten erst 54, aber es ist jetzt schon 57. 57. Versuch mal, mir ganz schnell noch zu sagen, um was es geht. Oh Mensch, ey. Und zwar mein großes Problem ist, ich verstecke mich. Du versteckst dich? Ich verstecke mich. Und zwar fängt es an im Frühling. Und hört auf im Herbst. Wie, du versteckst dich? Wo versteckst du dich? Ich verstecke mich, ja, in meiner Wohnung, in mir selber, in mir. Warum? Ich habe eine Behinderung. Mhm. Was ist das? Und keiner weiß es. Was ist das? Ich habe einen Klumpfuß. Ja. Klumpfuß mit Storchenbein, alles vernarbt, wurde von Krankenhaus zu Krankenhaus gejagt. Ist das von Geburt an? Ja. Mhm. Wäre gar nicht so schlimm gewesen, wenn wir nicht so viele Fehler gemacht hätten. Auch wieder medizinische Fehler? Ja, auch wieder. Und habe dann mit 6, 7, 8 Jahren Schock gekriegt, wo sich mein Immunsystem auseinandergewürfelt hat und nicht wieder stabilisiert hat. Aufgrund dessen habe ich am ganzen Körper weiße Flecken. Mhm. Und ja, die fallen im Winter natürlich nicht auf. Deshalb versteckst du dich so in den Sommer- und Frühlingsmonaten. Und im Winter kannst du dich dick anziehen, da sieht man das nicht so sehr. Aber dennoch musst du ja nahe Bekannte, Freunde, Bekannte, Verwandte haben, die das wissen. Ja, das wissen sie, klar. Aber keiner weiß, dass ich ein krankes Bein habe. Mhm. Niemand weiß es. Ich habe zwei Söhne. Du hast zwei Söhne? Ja, ich habe zwei Söhne. Das heißt, da muss es ja mindestens einen Mann geben, der das weiß. Ja, der hat, aber auch nicht, weil ich es gezeigt habe, sondern weil er geguckt hat. Mhm. Hat er mir irgendwann nach 1,5 Jahren Beziehung hat er mir das dann gesagt. Moment, aber ihr habt doch mal sicher mal miteinander geschlafen. Dunkel. In Dunkel? Ich kann verstecken. Ich habe Socken. Daher, ich verstecke mich. Ja, ich verstecke mich bei jedem Gang aus dem Bett. Ich verstecke mich jedes Mal, wenn ich meine Schuhe irgendwo ausziehen muss. Oh Gott, da gehe ich auf gar keinen Fall rein. Ich muss meine Schuhe ausziehen. Lebst du mit dem Mann noch zusammen? Nee. Nee, nicht mehr. Wie hat er darauf reagiert, als es dann erfahren hat, gesehen hat? Er hat mir gar nicht gesagt. Irgendwann hat er nur gesagt, Mensch, komm mal mit, wenn er ins Zimmer gefahren ist, komm mit. Mhm. Nein, ich weiß es doch, ich stehe zu dir. Tanja, jetzt sehe ich, die Sendung ist vorbei. Ja, ich weiß. Legst du bitte auf und wir rufen dich gleich nochmal an, okay? Okay. Bis gleich, tschüss. In der Technik heute Nacht, Gundel Blendin. Morgen ist Promi-Tag. Bei mir zu Gast ist Hannes Jennecke. Die Sendung beginnt um 11:45 Uhr morgen im WDR Fernsehen und eine Stunde vorher könnt ihr anrufen. Bis dahin, tschüss.